Das Original von My Bloody Valentine war ein campy Horrorfilm, hatte sehr viel Unterhaltungspotenzial und hatte vor allem wahnsinnig harte Effekte. Das Remake nützt die harten Effekte in noch extremerem Ausmaß in einigen Szenen und übernimmt einige zentrale Elemente des Originals relativ gut. Viele andere Sachen wurden allerdings geändert, und zwar leider immer zum großen, großen Nachteil des Remakes. Die komplette Charaktermotivation, warum der Killer killt und vor allem, noch schlimmer, der gesamte Bezug zum Valentinstag ist mehr oder weniger nicht vorhanden, beziehungsweise macht im Remake mehr oder weniger keinen Sinn. Der Film kann keine Spannung aufbauen, der Film hat eine schwache Charakterzeichnung, wo einem eigentlich nur jeder Charakter in dem Film unsympathisch ist. Das Drehbuch scheint teilweise von den Dawson's Creek Autoren geschrieben worden zu sein und konzentriert sich viel mehr auf wer wessen Ex-Freund ist und wer mit wem eine Affäre hat, als auf die Tatsache, dass in der Stadt ein Killer herumrennt. Und das Ganze sorgt dafür, dass der Film im Endeffekt einige Längen hat, wenig Spannung zu bieten hat und je mehr man darüber nachdenkt, was in dem Film eigentlich passiert und vor allem warum das passiert, desto mehr Kopfweh kriegt man. Abgesehen davon ist My Bloody Valentine allerdings ein sehr gut inszenierter, temporeicher, moderner Horrorschnetzler mit gimmickhaften 3D-Effekten, die vor allem bei entsprechender Blu-ray 3D-Anlage sicher auch Spaß bringen können. Wer sich auf den Film einlässt, ohne sich auch nur ansatzweise auf die Story zu konzentrieren, der ist da sicher an der richtigen Adresse.